So, es ist die Frage, wie kalibriert man einen Helikopter? Ich mache das so, also wie gesagt, Pitchlehre hernehmen, Blatt so stellen. Minus 0,01. Dann minus 0,01 gibt's das 0,1. Ja, ich weiß nicht, was das immer soll beim Kalibrieren. ESC 25.1 Volts. Wir gehen nochmal ganz zurück auf den Startscreen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Encotec SPS Power Switch zu tun hat. Kann ich euch nicht erklären. Das werden die Hersteller besser wissen als ich. Also beim zweiten Mal kommt die Meldung nicht. So, also zumindest ist der Helikopter, so ist er perfekt kalibriert. Also der dürfte sich jetzt noch nicht mal, ich müsste jetzt eigentlich noch nicht mal irgendwas mit Attitude Trim für Roll und Pitch ändern müssen, weil das ist eigentlich jetzt 0-0 in zwei Achsen auf einer Scheibe. Das müsste jetzt funktionieren. Throttle Curve sieht so aus. Normal. Eine ziemlich ganz flache Kurve. Null, 75, 75, 75, 80. Jetzt ist es natürlich so, jetzt bin ich dabei, das Phänomen von gestern zu eruieren. Also ich habe nicht Albert Einstein Physik studiert oder Aerodynamik wie Howard Hughes oder Bert Rutan und wie sie alle heißen. Also in dem Bereich habe ich natürlich eine Drehzahlerhöhung, ne? Das heißt, wenn der Rotor die Drehzahl sich erhöht, dann steigt in Albert Einstein Physik das Drehmoment, ne, eigentlich. Also wenn man dann hinter dem Helikopter so steht, beim Starten, gibt es wie gesagt zwei Möglichkeiten. Entweder man richtet die Blätter vor dem Start, richtet sich das so hin, dass man so spürt, ah ja, der bleibt jetzt so stehen, ne, in der Achse, jetzt kann ich starten. Oder man stellt den Helikopter hin, schaltet den Empfänger ein, lässt den irgendwie stehen, die Blätter, und man lässt den Helikopter selber machen. Ne? Und das heißt, der Helikopter, das, wenn er dann so langsam am Abheben ist, kurz vorm Abheben, fängt er sich natürlich an zu drehen, ne? Also der dreht sich dann von alleine, ne? Das ist so ein 20-Grad-Winkel ungefähr, wo der
wo die Blätter sich dann, je mehr der Helikopter das Heck dann nach gegen den Uhrzeigersinn wandert, also der dreht sich ja im Uhrzeigersinn, und je schneller, wenn der jetzt anfängt schneller zu drehen, dann schwankt natürlich das Heck, will noch mehr nach rechts schwanken, ne? Wenn sich die Drehzahl erhöht hier. Also wenn sich die Drehzahl erhöht, ein Flight Controller Algorithmus, dann will das Heck natürlich noch mehr nach rechts ausschwanken. Ne? Und beim Takeoff am Boden kann man das so machen, man lässt den Helikopter so stehen und das Heck wandert dann langsam, je mehr Gas ich gebe, kurz vorm Abheben, wandert der noch weiter nach rechts, bis dann der Flight Controller irgendwann checkt, ja, das Heck, das wandert jetzt aber, ich muss jetzt die Blätter aber noch weiter stellen, ne? Die Blätter verstellen sich dann so langsam immer mehr, bis der Helikopter dann so einen 20 Grad Offset-Winkel gegen den Uhrzeigersinn stehen bleibt, und dann kannst du abheben. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie gesagt, entweder man stellt die Blätter selber irgendwie so hin, dass man das Gefühl hat, ja, das stimmt so, oder man lässt den Helikopter selber machen. Also eigentlich müsste man diesen Prozess einmal machen und dann ist das Thema eigentlich gegessen, weil dann weiß der Helikopter, der Flight Controller beim nächsten Start, der Motor war jetzt aus, jetzt geht er wieder an und jetzt stelle ich mir die Blätter genauso hin, wie es gehört, ne? Ohne dass ich da eigentlich irgendwas machen muss, müsste. Also ist jetzt meine Meinung. Und wie gesagt, jetzt muss ich dieses Phänomen noch eruieren. Gestern 3 Meter Höhe, gibt es noch ein bisschen, Throttle und Collective dazu, und dann fing der Helikopter, wie gesagt, wieder an, sich gegen den Uhrzeigersinn um die eigene Achse zu drehen. Das heißt, also wenn hier das Drehmoment steigt am Rotorkopf, will das Heck noch weiter nach rechts wandern, und der Flight Controller hat es, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden, das Prinzip, wenn sich dann zusätzlich noch der Hover abschaltet über 82% Throttle, ist es bei mir, das 82%, das ist so der Schwebezustand, in 40, 30, 40 Zentimeter Höhe, und dann, wenn ich natürlich steige, dann noch ein bisschen mehr Gas gebe, dann Gas und Collective gebe, dann schaltet der Hover-Algorithmus ja irgendwann ab. Also es ist für die Akrobatikpiloten, die das dann ein bisschen giftiger haben wollen, den Vogel. Also man kann jetzt die Hover auf 100% setzen, dass es gar nicht abschaltet. Ich weiß nicht, wie sich die Entwickler das gedacht haben, das Konzept. Ich kann jetzt heute nur versuchen, also ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass die Heckrotormechanik viel besser ist als vorher, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass ich die Proportional- und Integralwerte für den Heckrotor gar nicht so hoch setzen muss. Und ich finde, sie sind schon ziemlich hoch, ne? 145 für P-Wert. 155 für den AI-Wert, das ist schon relativ hoch. Ne? Also jetzt kommt aber, wie gesagt, jetzt noch, wenn das Drehmoment hier steigt, der Heckrotor noch weiter, das Heck noch weiter nach rechts wandern will, ne, weil sich die Drehzahl erhöht. Ich weiß nicht, wie hoch man da jetzt noch gehen muss bei dem PI-Wert für den Heckrotor. Ne? Also ich finde 145, 155 ist schon hoch. Also das Einzige, was mir heute bleibt, ist zu testen 150, 160, 155, 165, ob der Heckrotor das hält, ne? Wenn sich da noch am Motor so zwischen 75 ab für zwischen 75 bis 80 maximale Drehzahl der
Hauptrotor die Drehzahl sich noch erhöht. Ne? Ich bin das noch am Eruieren, aber das ist immer noch nicht gegessen, das Thema hier.